Hey, Mai! Halt doch mal! Ja, ist schon wieder zum Heulen hier! Yo, Freunde, hier ist wieder Niren und Nai mit einem neuen Fun-Talk. Hi Leute, hier ist euer Nai und wir haben heute einen Gast am Start. Ihr habt ihn eben schon gesehen, er hat an der Spitze der Liste gethront. Das ist der Proxy, guter Kollege von uns. Der hat hier mal eine schöne Runde mit uns gezockt. Sag doch auch mal was. Ja, hi Leute, ich bin der Proxy. Und der Proxy hat am Ende des Videos, glaube ich, eine Riesenüberraschung für euch. Ja, eine Riesenüberraschung. Voll gespoilert. Wir sind jedenfalls wieder auf Strike Zone und die Map wurde, glaube ich, in der Runde ganz schön zerrissen, würde ich sagen, oder? Ja, klar, durch ein Care Package Noob, also. zieht er einfach einen Kämpfschlag in so einer Scheißkiste. Ihr werdet es gleich noch sehen, ey. Hammerhart einfach. Aber auch ziemlich krass, guck mal, schon wieder Strike Zone. Unser erstes Fun Talk war in Strike Zone. Ja, das ist ja fast hier Jubiläum. Jetzt haben wir uns noch einen anderen Titel davor ausdenken. Oh nein, ey, schon wieder Strike Zone. So, da fällt uns ja gar keine Video. Was haben wir hier? Ausrüstung. Klasse. Ja, ich glaube, ich habe die SA genommen. Nee, Quatsch. Die M27. Wieso laufe ich denn mit so einem Ding rum? Tja. Vielleicht war ich der Noob, der den Kämpfschlag im Care Package gezogen hat. Ich weiß es nicht. Nee, der Care Package Noob, der war echt grottenschlecht. Ich glaube, der hat trotz seines Nukes irgendwie nur, ja, 13 Kills am Ende oder so. Was du da gemacht hast, nein. Das war Sperrfeuer. Ach jo. Ich hab mir gedacht, wenn da einer durch will, weißt du? Nee. Das war Aufmerksamkeit. Das passiert nicht, das war, weil der Nai sitzt da und hat alles im Blick. Ja, das war Aufmerksamkeit auf sich ziehend. Nee, ich wollte dem Proxy natürlich auch mal eine Chance lassen, hier ein bisschen seine KD hochzufetzen, deswegen habe ich ihm die Kills einfach gelassen, weißt du? Da haben wir schon den ersten Ragen, als ich es gehört habe. Habe ich mal wieder natürlich sinnlos einfach in die Luft gemessert, weil ich es halt kann. Ja, warum denn nicht? Könnt ja mal einer gerade um die Ecke laufen. So, lalalalala. Einmal Revier markieren. Da kann ich jetzt nichts für, der ist mir in mein Messer gelaufen. Hoppla. Ja, ihr seht schon wieder diese engelsgleiche Präzision. Jetzt erstmal hier die, was wolltest du da eigentlich machen? Achso, den ja, Auto-Aim erstmal einschalten wahrscheinlich. Ja. Genau. Scheiße, ich treffe ja nichts, erstmal Aimbot an. Nee, ich glaube, da hat irgendeiner so ein bisschen Scheiße von sich gegeben. Also noch mehr ja, Scheiße typ als wir. Und da habe ich mir gedacht, komm, den schalt's mal stumm. Ja, der eine Typ, der da eben schon ins Mikrofon geraged hat. Oh, ich liebe ja COD-Kids. Diese 12-Jährigen, die du einfach immer im Voice-Chat hörst und dir einfach nur denkst, boah, Alter, geht doch Lego bauen. Und die im Ladebildschirm dann immer anfangen zu singen, gell, so zu summen. Ja. Ja, das Problem ist, die hast du mittlerweile überall in sämtlichen Spielen. Das ist nicht nur noch ein COD-Problem, die hast du überall. Und deswegen ist die Multiplayer-Community auch richtig kaputt, weil keiner will mehr mit fremden Leuten spielen, weil jeder denkt, ja, ich habe eh einen 12-Jährigen da sitzen, der... Oh yeah, son of a bitch, you're a faggot und hast du nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich versteckt sich hinter jedem 12-Jährigen eigentlich so ein fetter Bro-Gamer, so 45, keine Frau. Ja, so ein Fetttag wie bei South Park in der World of Warcraft-Folge. Wie die WoW-Folge bei South Park. Ja, Leute, guckt ihr eigentlich auch South Park? Also ich finde es einfach mit einer der geilsten Sendungen, die noch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Ey, ich hoffe auch, die läuft noch ein paar Jahre, weil darüber kann man sich einfach so geil amüsieren. Mhm. Da ist er, da ist der Kölner. Der Kölner, dem gehört dieses Package und da ist die Nuke drin. Ja, der Kölner. Da habe ich wieder die Nuke. Das ist sächsisch. Der Proxy hat so einen tollen kölschen Akzent, finde ich. Da seht ihr, der Counter läuft schon runter und die bringt auch alles durcheinander, dieser Campschlag, ja. Ja, ich weiß nicht, du bist auf einmal so, wow, scheiße, was ist denn jetzt los? Auf einmal sieht die Map ganz anders aus. Wenn du noch so ein Anfänger bist. Da geht's auch schon los. Wenn du noch so ein Anfänger bist wie ich, dann musst du dich erstmal wieder neu an die Map gewöhnen. Das ist so unfair. Einfach hast dich gerade eingespielt, denkst so, okay, hier geht's da lang und auf einmal ist alles weg. Ist alles weg. Und da campt schon einer bei dem Dings, egal, da hat schon einer gecampt. Zwei. Seht ihr, war ja einfach so aus der Fassung, einfach nichts mehr getroffen. Die Gegner stehen genau vor mir. Und du siehst sie nicht. Ja. Da lauert irgendwo einer. Ist bestimmt jetzt auch lustig für den Proxy, der sieht jetzt das ganze Gameplay auch aus meiner Sicht und nicht aus seiner Sicht. Bestimmt ja. Interessant,
Finde ich auch wirklich großzügig von ihm, dass er mir jetzt nicht die ganze Zeit vor den Kopf schmeißt, wie schlecht ich eigentlich war. Doch, er sitzt wahrscheinlich... Stille Tränen laufen meine Wangen herunter. Er sitzt wahrscheinlich auch schon da. Das Gesicht in die Hände gestützt. Der Angstschweiß läuft von der Stirn. Da habe ich mir während des Spiels wirklich Gesicht in die Hände gestützt. In der Situation. Weil ich habe diesen hier Kaufladen und diese Theke eingenommen. Und dann kommst du und ich, das ist der Fluch der blauen Dreiecke. Du hältst gleich voll auf den Ausgang rauf. Ich denk so, okay, cool. Der hat den im Blick. Lauf weg und an dir läuft eiskalt ein Typ vorbei und ich war einen von meinem Juggermaniac irgendwie entfernt und da hab ich dir insgeheim die Schuld für gegeben. Hey, aber Proxy, weißt du, das ist einfach auch so ein typisches COD-Phänomen. Du zielst, mal, weiß ich nicht, ein paar Sekunden auf eine Stelle, denkst dir, ey, da muss doch jetzt mal einer kommen. Dann denkst du dir, ey, du willst aber auch kein Camper-Arsch sein. Dann drehst du dich um und in dem Moment kommt einer um die Ecke und schießt dir in den Rücken. Ist es nicht so? Ja klar, das ist aber... Gerade bei Ghost einfach... ist das so, finde ich extrem. Das ist einfach so ein Mysterium. Doch. Ja, der Proxy, die 5er Abschussserie. Ja, nicht schlecht, Proxy. Jetzt kommt es nämlich. Jetzt bin da, der war's. Das... Da habe ich angefangen zu weinen. Da waren einfach noch zu viele, ey. Da hätte ich einfach nur gedacht, scheiße, die holst du dir. Und dann, naja. Und jetzt kommt die große Überraschung. Ja, also das ist wirklich... Und extra, wer ist es? Extra wer ist Klasse. Es? Na, sag doch. Na? Ui. Der Proxy mit einer Souveränität. Und dann nochmal ein kleiner Knife. Ein Air-Knife, also... Ja. 15-15. Gut, also, nein. Ich würd sagen, und da ausgeglichen das Spiel. 15-15, kein Vorteil, kein Nachteil. Und das war's jetzt auch schon leider. Ich bin immer der Typ, der immer die Videos beenden muss. Und ja, du bist einfach der Spielverderber, Neron. Dann tun wir jetzt das Outro schön ausblenden und hoffentlich... Ja. Mit epischer Dubstep-Musik. Ja. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video, wenn's wieder heißt Fun Talk. Mit Nai. Und Neron und eventuell auch Proxy. War uns eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Jo, tschüss.